Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ein kurzes außerplanmäßiges Update-Video von mir. Morgen dann das geplante Video mit meiner bisher stärksten Runde. 75 Kills haue ich da raus, schaltet auf jeden Fall ein. Ist echt eine richtig coole Runde geworden. Morgen wollte ich eigentlich auch streamen. Das fällt leider flach, weil mein Gaming-Headset für die PlayStation leider kaputt ist. Und deswegen würdet ihr sonst nur meine Facecam und das Gameplay sehen und meine Stimme, aber nicht den Gameplay-Sound. Und deswegen spare ich mir das, weil das einfach langweilig ist. Zum eigentlichen Update. Am 13. November kommt endlich Nuketown raus, freue ich mich mega drüber. Was bisher über die Map bekannt ist, dass sie im Winter spielt und dass es in Russland stattfindet. Bin ich echt gespannt, wie das optisch so aussieht. Was ich beiläufig vor einigen Wochen mal gelesen habe, aber ob das stimmt, das konnte bisher keiner bestätigen, dass das eventuell noch eine zweite Ebene bekommt. Und zwar eine Bunkerebene unter der Erde. Da bin ich echt mal gespannt. Wie gesagt, wurde noch nicht bestätigt, deswegen wissen wir erst am 13. November mehr. Was auch Fakt ist, dass PlayStation exklusiv ist, bedeutet 7 Tage später erst auf Xbox One und auf PC. Und die Map ist, soweit ich weiß, kostenlos. Man braucht keinen Season Pass oder Black Ops Pass oder wie der heißt, keine Ahnung. Das finde ich ganz geil. Was auch noch passieren wird, ein kleiner Waffenpatch, und zwar hauptsächlich gilt das für den Hardcore-Modus. Es gibt bestimmte Waffen, da reichen manchmal ein, zwei Kugeln gar nicht aus, um den Gegner zu legen, wie es in den vergangenen Call of Duty-Teilen eigentlich bekannt war. Das wird jetzt auf jeden Fall gepatcht, dass man egal welche Waffe maximal zwei Kugeln, dass der Gegner down, egal wo man hinschießt. Das finde ich ganz geil. Das macht es auf jeden Fall einfacher, die Headshots für die einzelnen Waffen, die man braucht, um die ganzen Tarnungen freizuschalten, sprich die 100 Volltreffer. Voll zu kriegen wird damit einfacher, gerade für die MPs. Maximal zwei Schuss, wie gesagt. Das ist jetzt in der Vergangenheit gerade alles ein bisschen schwieriger. Die 9-Knallgranate fliegt endlich aus dem Blackout-Modus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob der Patch schon draußen ist für die ganze Aktion, weil ich habe Blackout jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt. Was bis jetzt der Fall war, du hast die 9-Knallgranate abbekommen und warst zu 99% einfach nur tot, wie auch immer. Das finde ich auf jeden Fall geil. Mich würde es nicht mal stören, wenn sie aus dem kompletten Multiplayer fliegt, hätte ich nichts dagegen. Das sind die wichtigsten Informationen, die ich bis jetzt habe. Morgen dann das eigentlich geplante Gameplay. Schaltet wie gesagt auf jeden Fall ein. Ich würde mich selber einen Daumen und ein Abo freuen. Das war's von mir. Bis morgen. Haut rein. Ciao.